Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Europa League. Galatasaray Istanbul ist zu Gast bei uns. Polonia Bitum. Ja, wie soll ich eine kommende Niederlage schönreden? Ja gut, es ist noch zu keiner gekommen, aber das wird voraussichtlich richtig schwierig für uns. Wir werden wahrscheinlich richtig auf den Sack kriegen. Ja, auch schon mal die erste gelbe Karte. Jo, also das ist übermotiviert. Ja, die Jungs, die sind top aufgestellt, ne? Also da sehe ich keine Schnitte. Da muss ich jetzt nur irgendwie hoffen, dass meine Jungs nicht vergessen haben, ich muss einfach hoffen, dass meine Jungs nicht vergessen haben, wie man Fußball spielt. Denn die Jungs haben ja eindeutig bewiesen, dass sie es können. Jetzt müssen die das nur noch bestätigen. Ja. Gut, das letzte Spiel war, ne, ich würde mal sagen, eine Ausnahme. Ja, guck mal, wie schnell die sind. Also, ja, im Versuch ist es wert, ne? Wir müssen halt gucken, ob wir da nicht vielleicht eine Überraschung landen können. Ich meine, solange die kein Tor gemacht haben, ne? Steht's noch 0-0. Wir kriegen einen Punkt. Oh. Ja gut, mit so einem Kopfballtor kommst du nicht weit. Kopfballschussversuch. Ja, aber das war ja mal abgewichst, ne? Ja, da kann der Keeper auch nicht viel machen. Außer warten und hoffen, dass der Stürmer Nerven zeigt. Jawoll! Schöne Antwort. Und dann noch ein zentraler Mittelfeldspieler. Ist ja schön mitgelaufen. Unser erstes Europa League-Tor. Ja, erstmal wollte durchstecken, aber das kann er nochmal durchstecken. Gibt ja noch eine zweite Chance. Aber aus der Entfernung ist es durchaus möglich, das Ding ins Netz zu hauen. Die können gute Pässe spielen, halt kein Abseits. Der letzte Ball. Oh, siehst du, was, seht ihr, was ich meine, ne? Der letzte Ball. Oh, schön gemacht. Schön gemacht. Aber die Flanke war jetzt, finde ich, kacke, aber schon wieder schön gemacht. Und jetzt komm! Puh. 2-1. Ich jubel lieber nicht zu heftig. Wir haben ja noch 45 Minuten. Oh. Das ist der herrlich. Schöne Zweikämpfe. Ja, also jetziger Stand, verdiente Führung. Noten sind zwar kacke, aber das soll mich erstmal nicht interessieren.
Naja, loben wir. Der macht ein gutes Spiel, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. So, Frische geben wir mal auf jeden Fall der Verteidigung. Okay. Ja, Jungs. Zeigt, was ihr drauf habt. Die Außenverteidiger, ne, guckt ihr, die sind schneller als meine alten. Ja, der ist auch ganz nah an den 70 dran. Und die Jungs, ne? Der hat 55 Antritt und 51 Schnelligkeit. Und James Sinclair, ja gut, Schnelligkeit 73, aber er muss ja erstmal ganz schnell auf Tempo kommen. Naja, und das kann er mit einer 66 nicht packen. Das funktioniert einfach nicht. Und gegen die schon gar nicht, ne? Okay. Schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Ich meine, wir führen jetzt schon 2-1. Also das habe ich ja so. Ich hab nicht mehr erwartet, dass wir überhaupt ein Tor machen. Nachdem ich die Show gegen Wien gesehen habe. Wo da einfach gar nichts ging. Und Galatasaray stärker ist als Austria Wien, ne? Um Längen. Und da habe ich da nichts Positives finden können. Absolut gar nichts. Das war mit Abstand unser schlechtestes Spiel. Allerdings, realistisch gesehen, waren die zu erfahren. Die waren zu erfahren, zu abgewichst, zu schnell für uns. Vor allem die Stürmer, die kamen da mit ihrer Schnelligkeit einfach so durch. Ne? Aber die Tore waren auch nicht. Ja, ich glaube, 2 Elfmeter haben wir da kassiert. Ne? Also mal gucken, ne? Waren auch blöde Elfmeter. Oha, das wäre ein Ding gewesen, wenn der reingeht. Ja, so ein schöner Patzer wäre jetzt nicht schlecht vom Gegner. Ja, schön, geh durch. Nein! Fuck, ey. Na gut, Sieg ist Sieg, ne? Aber ein 3-1 wäre natürlich auch nicht schlecht. Man weiß ja nie, was passiert, ne? In der 90. Minute oder so. Ah, schön den Ball geklaut. Aber leider verloren, aber schon wieder gewonnen. Ah, Abseits bestimmt. Ja. Okay, wer kommt rein? George Torres geht und Danny Achille irgendwie so. Okay, komm, noch die paar Minuten, packt ihr noch. Ja, der falsche Mann hat den Ball. Ja, und jetzt lauf, komm. Ah, fuck. Ja, schön, schön. Nein, 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 nein. Ah, Mann, ich bin hier voll am Schwitzen, ey. Ah, schönes Tackling. Und da fehlt einfach ein schneller Stürmer. Besser gewesen wäre, wenn die Position getauscht hätten, ne? Dass Sudikowski den Pass auf Zuba spielen würde. Tomasz Uifaluszy. Kennen wir doch aus der Bundesliga. Schön. Kommt die uns noch 3 Minuten. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Schön. Nein. Schön, schön, schön. Ja. Ist okay. Was hat denn der gerade für einen Trick gemacht? Nochmal genau hingucken.
Alter Falter, hab's. Oh! Ja, da packt ihr hier die Skills raus. Was geht denn da ab? Alter, ey, das war nicht schlecht. Ja, 100% back. 100%. Yes! Yes! Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja, da kannst du laufen. Boah, wenn noch Austria Wien unentschieden gespielt hat oder verloren hat, ne? Oh. Wow. Naja, hier können wir uns nochmal schön die Tore angucken. Schön beim zweiten Versuch durchgesteckt. Hier nochmal Distanzschuss. Schön in den Knick rein. Ehrlich. Ehrlich. Ja, die Noten nicht so berauschend, aber gewonnen ist gewonnen. Und wir sind Dritter. Die haben tatsächlich unentschieden gespielt. Boah, geil. Schauen wir uns nochmal an, was die Kollegen machen. Oh, Wisła Krakow. Hat leider verloren. Okay, 5 zu 0. Das ist deutlich. Und unsere anderen Kollegen auch verloren. 2-1. Oh, gegen Bayer Leverkusen. Oh, in der 84. Minute. Bitter. Lagen auch schon zurück. Da hat Gajos nochmal zurückgeschlagen. Ach, unglaubliches Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das packen. Richtig geil. Ich werde jetzt, glaube ich, bisschen mehr auf diese Außen setzen und auch auf ihn natürlich. Weil bei der Niederlage haben wir mit denen, mit Michalak und Sinclair gespielt und das ist ja voll in die Hose gegangen. Das mache ich lieber nicht mehr. Ich schaue wie immer noch mal eben, was die Entwicklung von dem macht. 46. 26. Okay. Ich tausche da mal mit ihm. Schauen wir mal hier die Entwicklung. 62. Zweiundsechzig und er hat. Ne, wir merken uns einfach. Er hat 62. Er hat 26. Kann man sich gut merken. Gut. Schauen wir uns mal seine Entwicklung an. 311. Unglaublich seine Entwicklung. Unglaublich. Ja, seine Entwicklung ist jetzt nicht so gigantisch, aber er ist auch ein defensiver Mittelfeldspieler, ne? Das ist immer ganz, ganz schwierig, den defensiven Leuten da irgendwie die Fähigkeitspunkte, steigen zu lassen. Naja, der ist ja so für die Ballgewinne zuständig, ne?
Pässe abzufangen und solche Sachen. Okay. Machen wir noch mal ein leckeres Gespräch hier mit den Jungs. So, auf Sudikowski muss ich setzen. Ja, sagen wir ihm mal, dass er mal was machen muss. Sagen wir noch ein paar Leuten, dass sie beim nächsten Ligaspiel dabei sind. So. Okay. Schaut doch ganz nett aus. Ja, bis auf den hier, aber wir müssen leider wegen einer Wadenverletzung auf Walesa verzichten. Tut weh, aber das ist nun mal so, ne? Und das nächste Spiel, oder das übernächste Spiel wäre gegen AC Parma. Aber vorher müssen wir gegen Watch. Watts, Watch, Watts, glaube ich eher. Ne? Schauen wir uns mal eben die Tabelle an. Wir sind Zweiter, leider vom Ersten abgerutscht. Haben leider jetzt 11 Gegentore, haben dann ein 4-0 kassiert. Nee, 4-2. Ich will nicht lügen, wir schauen nach. Jupp, 4-2 kassiert. Bittere Nummer. Aber gut. Da haben wir auch einen kleinen taktischen Fehler gemacht. Und das wird uns, denke ich, nicht nochmal passieren. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Und vielleicht holen wir uns auch die Spitzenposition wieder zurück. Haut rein und bis gleich.